Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation und 4. Und noch ein kleiner Tipp am Rande: Wer mich adden möchte, kann das gerne tun. Einfach YouTube Gamescom mit dem Gamertag auf der PS4 adden. Ab September lege ich dann wieder online-mäßig los. Da werde ich auch wieder online zocken. Und so lange werde ich auch im Singleplayer erstmal zocken. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Let's Play. Ja, ihr seht, es ist ja schon seit einiger Zeit geht es ja bei mir wieder los. Ich lade ja wieder Videos hoch. Ein Teil Real Life Videos, ein Teil auch Let's Plays und so und so. Ja, auf jeden Fall, es geht mir heute um Let's Plays und wie das bei mir so anfing. Also, oder wie es bei euch auch so anfing. Also bei mir fing es so an, dass ich natürlich keine HDPVR-Box hatte oder auch keine Elgato. Hatte damals natürlich keine Ahnung von sowas. Hatte damals auch keinen Laptop. Und habe mir überlegt, ja, wie mache ich das? Deshalb habe ich einfach angefangen, mit dem Handy Let's Plays zu machen. Also mit dem Handy mein Fernseher abzufilmen und dann Let's Plays zu machen, sozusagen. Ne? Das Handy war die Kamera und das Mikrofon zusammen. War natürlich keine gute Grafik, ist ganz klar. Es wirkt alles sehr schlecht von der Grafik, verwackelt und so weiter. Keine gute Alternative. Irgendwann mal habe ich mir dann die Elgato geholt, die Elgato Game Capture HD. Ein sehr tolles Teil, muss ich sagen. Ich finde die richtig cool, heute immer noch. Hab sie tatsächlich immer noch. Die Elgato Game Capture HD, aber jeder wird mir recht geben, dass das ein riesiger Kabelsalat ist. Ein riesiger Kabelsalat, obwohl die Elgato so eine süße, kleine, schnucklige Box ist, hat die ja ordentlich Kabel. Und die Kabel muss ich erstmal an der PS3 anbringen, die ja auch viel Kabel braucht. Und nee. Da habe ich wirklich keinen Bock, das Ding aufzubauen, weil das Ding einfach nervig ist. Da ist mir die PS4 ganz, kommt mir ganz recht, weil die PS4 ist halt einfach klasse. Das ist ein Blu-ray-Player, PS3 auch was, eine super coole Spielekonsole mit Elgato enthalten. Gut, es ist kein Elgato, es ist was anderes, aber es ist ein Aufnahmegerät. Ein tolles, wunderbares Aufnahmegerät. Und es gibt ja auch noch Share Factory, mit dem kannst du noch deine. Kannst du noch ein Intro erstellen. Das ist was richtig Cooles. Und ich vermisse die Elgato nicht. Ich vermisse die Elgato nicht, aber wer auf der PS3 halt Gameplays aufnehmen will, der braucht die Elgato. Aber es ist halt einfach so, dass die PS3 immer mehr... die PS3 ist lange nicht mehr die Hauptkonsole. Die PS3 war früher, vor 2 Jahren war die PS3 noch... die Konsole, das ist nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Die Zukunft ist da. Und die Zukunft ist nun mal PS4. Auch wenn das manche nicht ertragen wollen. PS3 zocken viele noch, aber nicht mehr so viele, weil die Spiele auch nicht mehr hergestellt werden für PS3. Oder in Zukunft werden die nicht mehr für die PS3 hergestellt. Oder ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall hat die Zukunft auf jeden Fall PS4. Ich habe natürlich auch damals lange gehadert, da hole ich mir jetzt die PS4 extra. Ich bin auch der PS3-Zocker, YouTube Gamescom, ne? Die Zukunft ist da und die Zukunft heißt PlayStation 4. Und das für die nächsten 4 bis 8 Jahre. So. Ich habe Xbox One, kann ich jetzt noch nicht dazu sagen. Ich habe es einmal gezockt, Xbox One. Merke da eigentlich grafisch gesehen keine Unterschiede. Das eine ist Xbox, das eine ist PlayStation. Wer damals schon auf Xbox gespielt hat, der sollte auch eine Xbox One kaufen. Und wer damals auf PS4 gespielt hat, sollte PS3 gespielt hat, der sollte eine PS4 holen. So einfach ist die ganze Sache. Da, wo die meisten Freunde drauf sind, da sollte man auch die Konsole holen. Wer aber eher alleine zockt, keine Freunde hat,
Dem ist es eigentlich egal. Dem würde ich genau auch eine Xbox One empfehlen. Auch eine PS4 ist mir völlig egal. Sind beide super gute Konsolen. Kann man nichts sagen. Ja, ja. So sieht das aus. Ja, ja, die Elgato. Oder HDPVR-Box auch genannt. Gibt tatsächlich so eine Box, HDPVR-Box, so ein ganz komplizierter Kasten. Heute denkt man, was ist denn das für ein Ding? Was ist das für ein Ding aus der Steinzeit? Mit dem nimmst du Spiele, Gameplays auf von der PS3 oder von der Xbox 360. Heute ein Unding, sowas. Elgato würde ich euch auch gar nicht empfehlen. Heute holt euch gleich die PS4. Das ist das Beste, weil wenn ihr eine PS4 habt, habt ihr natürlich das Gerät schon inbegriffen und könnt natürlich Gameplays machen mit der Stimme schon drin. Es ist super einfach. Ich muss es euch nicht mal erklären. So leicht ist das. So leicht, ehrlich. Das ist ganz, ganz leicht. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt baller ich hier noch ein bisschen rum. Freue mich noch mega auf den Multiplayer von GTA 5. Dann werde ich auch wieder loslegen und da könnt ihr gespannt sein. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen Auto. Wunderbar, hier. Burger, Shot, Cola. Schön animierter Innenraum vom Auto. Da könnt ihr auch euer Fahrtraining machen in Los Santos. Ohne Scheiß. Da könnt ihr rückwärts einparken lernen und ein bisschen Auto fahren. GTA ist ja ein tolles Spiel. Es ist ja nicht nur ein Waffensimulator, sondern es ist ja gleichzeitig auch ein Autosimulator. Weil alles sehr realistisch dargestellt ist mit den Ampelsystemen, mit der Polizei, mit dem Tachometer, Radio gibt es, Rückspiegel sind nicht so gut animiert, aber das kann man auch nicht verlangen bei so einem Spiel wie GTA 5. Aber es ist ein tolles Spiel, ne? Genau. Ja, um was ging es in meinem Video? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, haut auf jeden Fall rein. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und bis dann. Und jetzt jagen wir noch das Auto in die Luft, würde ich sagen. Kommt mal mit. So, komm, komm. Beschleunigen wir das mal ein bisschen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 4. Und ciao. Könnt mich gerne adden.